Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal FlashGameZocker. Es ist mal wieder soweit, in einigen Wochen steht die Wahl zum Deutschen Bundestag an. Der Wahlkampf läuft ja schon seit einiger Zeit auf Hochtouren und es geht nur, also wirklich ausschließlich um sachliche, konstruktive Programminhalte der verschiedenen Parteien. Aber warum erzähle ich euch das? Auf meinem Kanal geht es doch um Videospiele und nicht um Politik. Nun, zwar kreuzen sich diese beiden Themenbereiche nicht gerade häufig und werden dann meistens nicht gerade vorteilhaft für die Videospiele, aber manchmal kommt es eben doch dazu, dass ein Meisterwerk wie Bundesfighter 2 Turbo entsteht. Dabei handelt es sich um ein Satirespiel vom Browser-Ballett, welches zur Bundestagswahl 2017 erstellt wurde und natürlich eine Anspielung auf den Beat'em-up-Klassiker Street Fighter 2 Turbo darstellt. Bevor wir uns aber das Spiel als solches anschauen, möchte ich noch eine kleine Anmerkung loswerden. Das hier ist kein politisch ausgerichtetes Video. Es geht nur um Satire und das Spiel als solches. Ich werde euch hier weder von einer Partei abraten, noch eine andere Partei empfehlen und es ist mir an dieser Stelle auch völlig wurscht, wo ihr euer Kreuz auf dem Wahlzettel hinterlasst. Bleibt in der Kommentarsektion also bitte friedlich. Jetzt geht's aber wirklich los. Wenn wir das Spiel starten, bekommen wir direkt die Auswahl zwischen dem Story-Modus und dem Versus-Modus. Letzterer ist ein lokaler Zweispieler-Modus, während man in der Story nacheinander alle Kämpfer hintereinander besiegen muss. Bei den Kämpfern hat man die Auswahl zwischen allen 6 Spitzenkandidaten der großen Parteien zur letzten Bundestagswahl. Alle Kämpfer haben dabei 2 Standardangriffe, extra Angriffe in der Luft sowie 2 Spezialangriffe, wenn sich die Leiste am unteren Rand durch ausgeteilte oder eingesteckte Treffer entweder teilweise oder ganz gefüllt hat. Die Angriffe sind dabei je nach Kämpfer unterschiedlich und bersten fast vor satirischen Anspielungen. Gehen wir doch mal sämtliche Kämpfer durch, am besten in der Reihenfolge, in denen man ihnen im Story-Modus begegnet. Als erstes haben wir hier Christian Lindner von der FDP. Ihn bekämpft man auf dem Dach eines luxuriösen Frankfurter Hochhauses und er ist direkt einer der stärksten Kämpfer im Spiel. Mit seinem Golfschläger oder der Champagnerflasche hat er eine enorme Reichweite, die nur noch von seinem ersten Spezialangriff, dem Selfie-Stick, getoppt wird, mit welchem er einen auch am anderen Ende des Schlachtfelds noch erwischen kann. Bei seinem zweiten Spezialangriff verwandelt er sich in eine kapitalistisch-neoliberalistische Heuschrecke und mäht einfach alles nieder. Als Anfänger wird man das erste Duell gegen Lindner vermutlich verlieren und seine wunderschöne Thermomix-Siegers-Animation bewundern. Da die Kämpfe aber im Best-of-Three-Format ausgetragen werden, kann man ihn immer noch besiegen und wenn er erst einmal geschlagen ist, liegt er nur noch weinend am Boden und fragt sich wahrscheinlich, warum der Markt nicht seinen Sieg geregelt hat. Der zweite Gegner ist AfD-Vorsitzender Alexander Gauland, der in der sächsischen Hauptstadt Dresden antritt. Hier in seinem stärksten Bundesland muss er sich wirklich wohlfühlen, allein schon wegen der Pegida-Demo im Hintergrund. Mit seinen Angriffen ist nicht zu spaßen. Wenn seine Nase bei Lügen Pinocchio-artig auf die zehnfache Länge wächst, er sich in einen deutschen Schäferhund mit kräftigem Kiefer verwandelt oder eine Gartenzwerg-Hadouken ausführt, ist er die meiste Zeit kräftig am Fluchen und brüllt vulgäre Worte wie oder... Und seht ihr, was passiert, wenn er in der Luft zuschlägt? Ja, seine Arme und Beine bilden dabei ein Hakenkreuz. Tatsächlich hat dieser Angriff sogar dazu geführt, dass die Entwickler des Spiels vom Verband für Deutschlands Video- und Computerspiele angezeigt wurden, da das Hakenkreuz in Deutschland nun mal ein verbotenes Symbol ist. Diese Klage verlief sich aber schnell im Sande, da entschieden wurde, dass diese Darstellung von der Kunstfreiheit gedeckt ist. Das ist eine relativ neue Sicht, doch bis vor einigen Jahren wurden alle verfassungsfeindlichen Symbole in Videospielen in Deutschland knallhart zensiert, da Games bei uns sehr lange nicht als Kunstform anerkannt wurden. Wenn Gauland dann seinen Sieg erringt, schwenkt er ganz stolz die gerne von Rechtsradikalen benutzte Würmerflagge. Aber wehe, er verliert seinen Kampf, sonst landet er nämlich direkt buchstäblich in der Hölle. Beim dritten Gegner bleiben wir in Sachsen, wechseln jedoch das politische Spektrum, denn nun treten wir gegen Sarah Wagenknecht von der Linkspartei an. Schauplatz ist hierbei Karl-Marx-Stadt, das war der Name von Chemnitz zu Zeiten der DDR. Dazu passt es sehr gut, dass sie in ihren Kämpfen gerne mal das rote Halstuch der Pioniere der sozialistischen Jugendorganisation im früheren Ostdeutschland anlegt und auch gerne mal ruft. Und auch in ihrem Kampfstil wirkt sie wie aus einem sozialistischen Sachsen 40 Jahre in die Zukunft teleportiert, denn ihre Angriffe bestehen neben den üblichen Schlägen und Tritten aus dem Zuschlag mit Hammer und Sichel sowie dem Heraufbeschwören eines DDR-Grenzturms, der den vor Panik fliehenden Gegner wie auch in der Realität gnadenlos niederschreckt. Nun, von der kommunistischen Vergangenheit Ostdeutschlands kann jeder halten, was er will. Unbestreitbar ist jedoch, dass Sarah Wagenknecht neben Christian Lindner vermutlich der stärkste Kämpfer, in diesem Spiel ist. Wie auch der FDP-Mann überzeugt sie mit einer großen Reichweite und schnellen Attacken. Einmal ist mir sogar ein Glitch unterlaufen, bei dem sie ihren Gegner mit den Waffen des Kommunismus so hoch in den Himmel geschleudert hat, dass er nicht mehr zurückkam und out of bounds blieb. Gewinnt sie dann ein Match, verwandelte sie sich stolz in eine Statue ihres größten Vorbilds, Lenin höchstpersönlich. Gegner Nummer 4 ist Martin Schulz, SPD-Kanzlerkandidat der letzten Bundestagswahl, der in diesem Spiel als eine Art Superheld auftritt.
Mit Heiligenschein und gottgleicher Pose tritt er in Würselen auf. Das ist eine Kleinstadt in NRW, wo er ab 1984 im Stadtrat saß und 1987 sogar mit gerade mal 31 Jahren zum Bürgermeister gewählt wurde. Erinnert euch mal an 2017. Anfang des Jahres wurde Schulz zum Vorsitzenden der SPD gewählt, woraufhin seine Partei in den Umfragen auf bis zu 30% schoss, ein heute unvorstellbar hoher Wert. Damals galt er als die große Hoffnung für die SPD, daher macht es auch Sinn, dass er hier als Mega-Schulz inszeniert wird. Seine Spezialattacke besteht wahlweise aus einem supergeladenen Uppercut oder dem alles und jeden überrollenden Schulzzug. Und seine Siegesanimation schreit einfach nur Macht. Trotzdem wissen wir alle, dass der Schulz-Effekt nicht bis zur großen Wahl anhielt. Und genau wie in echt ist Martin Schulz auch in diesem Spiel auf den zweiten Blick gar nicht mehr so mega super. Zwar ist er durch seine Rollschuhe der schnellste aller Kämpfer, das bringt nur leider nichts, wenn die normalen Angriffe sehr kurz und viel zu langsam sind. Von allen Kämpfern ist er, bis auf eine Ausnahme, zu der wir gleich noch kommen werden, mit meiner Meinung nach der schwächste. Er war auch der einzige Kämpfer, bei dem ich das erste Match, als ich hier für dieses Video Gameplay aufnahm, mit 1:2 erstmal verlor und zusehen durfte, wie aus Martin Schulz im wahrsten Sinne des Wortes die Luft raus war, genau wie in der Realität, wo die SPD 2017 das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten einfuhr. Naja, zumindest das schlechteste Ergebnis bis heute. Der fünfte Gegner ist eigentlich ein Duo. Östenhardt, eine zweiköpfige Fusion der ehemaligen Grünen-Vorsitzenden Clem Özdemir und Katrin Eckhardt. Dieses Match hat einen komplett anderen Flair als alle anderen, denn es spielt mit sanfter Musik unterlegt in der grünen Bastion schlechthin, der Green City Freiburg. Tatsächlich ist Freiburg meine Heimatstadt, dazu, dass ich ganz gut beurteilen kann, ob diese Darstellung nicht doch ein bisschen überzogen ist. Nun ja, kennt ihr das Freiburger Vauban-Viertel? Es ist ein vor etwa 20 Jahren gebauter Stadtteil, welcher von Anfang an auf ökologische Nachhaltigkeit ausgelegt war und wirklich genauso aussieht wie die Darstellung in Bundesweiter 2. Waldorfschule? Check. Viel Grün? Check. Es ist nicht wirklich eine Übertreibung. Warum ich mich hier so lange mit der Arena aufhalte, fragt ihr euch? Naja, zu ihrem Kampfstil gibt es nicht viel mehr zu sagen, außer dass sich das in einer Biermülltonne herumfahrende Duo, egal welchen Angriff man einsetzt, nur selbst schlagen kann. Hier sieht man ganz gut, dass das Spiel schon 4 Jahre alt ist. Wäre das Spiel dieses Jahr erschienen, würde man vermutlich gegen Annalena Baerbock kämpfen, die jedes Mal, wenn sie versucht, irgendetwas zu tun oder zu sagen, eine Bildzeitung ins Gesicht geklatscht bekommt. Zurück zu Östenhardt. Durch ihr selbstzerstörerisches Verhalten ist es nicht nur unmöglich, mit ihnen auch nur einen einzigen Kampf zu gewinnen, sondern es ist genauso unmöglich, gegen sie zu verlieren. Nach einem kurzen, unspektakulären Kampf kippt ihre Biotonne schließlich um und aus dem Müll wächst eine Blume. Wenigstens zu irgendetwas waren sie nützlich. Und der Endgegner ist, wie könnte es auch anders sein, natürlich die CDU-Kanzlerin und Reptiloidin Angela Merkel höchstpersönlich, die man vor ihrem Kanzleramt in Berlin bekämpft. Stolz präsentiert sie ihre Raute fast den gesamten Kampf über, meist greift sie daher nicht mit Fäusten, sondern mit ihren Beinen, ihrer Zunge oder ihrem Schwanz an. Ja, es hat doch selbst im Kampf so einige Vorteile, ein Echsenmensch zu sein. Als Spezialangriffe kann sie dann entweder den leicht übergewichtigen Geist von Altkanzler Helmut Kohl auf ihre Gegner herabstürzen lassen oder sie mit der alles vernichtenden ertränken. Dafür öffnet sie dann sogar mal ihre Raute. Obwohl sie hier praktisch den Endboss darstellt, ist sie gar nicht mal so stark. Klar, sie ist ja auch kein Schwächling wie Schulz oder gar Östenhardt, aber von der Kampfkraft ist sie dann doch eher im Mittelfeld. Deshalb kann man sie recht gut besiegen, worauf sie ihren Echsenschwanz verliert. Gewinnt Merkel jedoch selbst, ob nun als Spieler oder Gegner, offenbart sie für einen entscheidenden, wenn auch nur kurzen Moment, einen kleinen Bruchteil ihrer wahren Macht, mit der sie Deutschland nun seit 16 Jahren mit eiserner Faust von der Rückseite des Mondes aus beherrscht. Damit hätten wir alle 6 Kämpfer und auch das ganze Spiel durchgegangen. Ich habe mir an dieser Stelle sogar die Mühe gemacht, eine kleine Tierliste zu erstellen. Wenn Bundesfighter 2 turbo-kompetitiv gespielt werden würde, dann würde man vermutlich hauptsächlich Kämpfe von Lindner gegen Wagenknecht sehen. Und hey, wenn Shrek Super Slam nach über 10 Jahren Nichtbeachtung eine kompetitive Szene aufbauen konnte, warum soll es dann nicht auch diese Satire spielen können? Kommen wir zu einem Fazit. Bundesfighter 2 Turbo ist ein wirklich herrliches und saukomisches Satirespiel. Es ist nicht perfekt, die Knopfbelegung ist wegen des lokalen Zweispieler-Modus auf der Tastatur trotz insgesamt 7 belegter Tasten pro Spieler etwas fummelig und im Story-Modus haben die Gegner relativ wenig Bewegungsdrang, sodass man hauptsächlich am rechten Bildschirmrand klebt, aber das wird durch die echt authentische Pixeloptik, die akustische Untermalung, das erstaunlich komplexe Movement-System und vor allem durch die genialen politischen Anspielungen mehr als wettgemacht. Für den Fall, dass ihr jetzt selbst Lust habt, dieses Spiel mal auszuprobieren, habe ich euch einen Link in die Beschreibung gepackt. Die Browser-Version des Spiels ist inzwischen leider offline, aber keine Sorge, der Link führt euch zu einem kostenlosen und sicheren Download. Damit bin ich nun am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, das Video war möglichst neutral, ich habe ja versucht, wirklich alle Parteien gleichermaßen durch den Satire-Kakao zu ziehen und ich möchte hier auch echt kein politischer Wegweiser sein. So etwas gibt es Politik- und Meinungs-YouTuber. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!